Ich sag's nur ungern, aber wir sind im Marktcrash. Die Preise gehen aktuell von Tag zu Tag immer weiter runter. Wir besprechen heute, woran es gelegen hat, was jetzt vermutlich in den nächsten Tagen passieren wird, ob ihr euer Team behalten solltet, ob ihr es verkaufen solltet. Ich denke mal, fast jeder von euch hat jetzt über die letzten Tage viele Coins verloren. Ich gehöre auch dazu und deswegen müssen wir jetzt schauen, wie wir diese Coins wieder reinbekommen. Ich werde euch also am Ende nochmal ein paar Investments vorstellen. In diesem Sinne, Freunde, viel Spaß mit dem Video. Wir schauen uns zunächst einmal ganz klassisch den Index 100 an. Für alle, die es nicht wissen, der Index 100 repräsentiert die 100 besten Spieler in FIFA in deren Preis. Das heißt, wenn der Graph nach unten geht, bedeutet das, dass die besten 100 Spieler im Schnitt auch alle sinken. Und wir können hier ganz klar über die letzten 2-3 Tage beobachten, dass es eigentlich nur noch weiter nach unten geht. Wir haben hier sehr viele Einbrüche, kurze Rebounds, danach geht es immer weiter nach unten, kurze Rebounds, wieder Dips, dann geht es wieder nach oben und wir schauen uns mal an, woran das Ganze liegt. Schauen wir uns das Ganze mal chronologisch an. Was ist gestern passiert? Gestern haben wir vormittags ungefähr die ersten Kompensationen bekommen. Small Rare Gold Players Pack, das ist das seltene Goldspieler Pack in klein, also das 25k Pack von der Haaland SBC. Nebendran seht ihr das 75 Plus Pack. Das war vor der Newcomer SBC. Da gab es ja den Fehler, dass man diese Packs als Untrades bekommen hat. Die sollte man aber tradable bekommen. Und jetzt kommen langsam die ersten Entschädigungen rein. Das Problem hierbei ist, dass noch nicht jeder seine Entschädigung bekommen hat. Das heißt, gestern wurde nur ein Teil der Entschädigung rausgegeben. Ich habe dazu eine Umfrage auf Insta gemacht, ob ihr eure Entschädigung erhalten habt. Und wir sehen anhand der Ergebnisse, dass die Mehrheit noch gar nichts bekommen hat. Viele haben nur das 75 Plus Pack, also das Pack von Haaland haben sie noch nicht bekommen und nur knapp ein Drittel haben wirklich alles bekommen. Ich gehöre zur Mehrheit, ich habe bisher auch noch gar nichts bekommen und das ist wirklich ein Witz, wie schlecht diese Firma aktuell arbeitet. Mittlerweile glaube ich sogar, dass sie diese ganzen Fehler extra machen, weil im nächsten Jahr kommt ja EA Sports FC raus, also die FIFA und EA werden nächstes Jahr nicht mehr zusammenarbeiten und ich glaube, sie wollen das Spiel jetzt extra schlecht machen, um dann ihr eigenes im nächsten Jahr quasi gut zu pushen. Nennt mich Verschwörungstheoretiker, aber es kann nicht sein, dass wir jeden Tag 3-4 Fehler haben. Das war wie gesagt gestern Vormittag und da ging der Markt schon so langsam nach unten. Was haben wir dann gestern um 19 Uhr erhalten? Wir haben einen neuen Loading Screen bekommen. Und es ist jedes Jahr dieselbe Scheiße. Sobald ein Loading Screen kommt, schieben die Leute Panik auf den Markt. Ich verstehe es immer noch nicht. Ihr seht es hier, der 19 Uhr Dip kam, dann ging der Markt wieder etwas nach oben und nach dem kurzen Rebound ging es wieder nur noch weiter nach unten, weil immer noch diese ganzen Kompensationen ausstehen. Plus dazu kommt, wir haben eine Menge Leaks bekommen. An der Stelle, wer die Leaks nicht sehen will, sollte jetzt vorspulen. Ronaldo habe ich euch ja schon im Video von gestern gezeigt. So, jetzt haben wir noch neu dazu bekommen, einen Piqué, der unglaublich gut aussieht. Wir haben eine Nabil Fekir, ich sag nur Europa League Karte FIFA 22, das Ding wird schon wieder over sein. Zaha wurde geleakt und was hier sehr, sehr interessant ist, ist, dass er vermutlich mehr Physis als Dribbling haben wird und das könnte dafür sorgen, dass der Mann Lengthy wird. Mit den Stats und Lengthy könnte der unglaublich OP sein. Diese Leaks haben zwischenzeitlich auch etwas Panik auf dem Markt ausgelöst. Dazu kommt, dass gestern die Eredivisie-Spieler schon als Objectives rausgekommen sind. Vindal, wir sehen hier Gertrud, ganz unten Badzer und hier noch Pedro Marquez. Und die Karten sind jetzt nicht so schlecht, da wird sich der ein oder andere auf jeden Fall diese Karten erspielen und diese dann ins Team einbauen und seine Tradable-Spieler verkaufen. Dazu ist noch gekommen, dass die Road-to-the-Knockout-Karten krank gefallen sind. Ich habe euch ja schon immer in den Videos davor gesagt, verkauft immer vor den Spielen. Selbst wenn die Mannschaft gewinnt und der Spieler sich für ein Upgrade qualifiziert, sorgt es nicht dafür, dass die Karte steigt, weil das Upgrade kommt erst in 2-3 Wochen. Und wir haben hier geisteskranke Price-Drops. Wir haben ein Aubameyang von 500.000 Münzen auf 400.000 Münzen. Ein Thomas Müller ist gestern von 55 auf unter 40 gedroppt. Ein Süle ist mittlerweile auf SBC-Butterpreis. Ein Schick ist maximaler SBC-Butterpreis, weil die gestern noch unglaublich hart aufs Maul bekommen haben. Wir haben ein Lemar bei 80.000 Münzen. Gerard Moreno ist bei SBC-Butterpreis. Ødegaard ist krank gefallen. Und das, obwohl die ihr Spiel noch gar nicht hatten. Das liegt einfach an dieser Massenpanik. Wenn alles sinkt, singt natürlich auch Ødegaard. Phil Foden schockiert mich am meisten, ist auf unter 300.000 Münzen. Den Mann hat es wirklich sehr krass erwischt, von 400.000 Münzen auf mittlerweile, ja, 280.000, 290.000 Münzen, das ist krass. Also gestern kam wirklich alles zusammen und wie immer, wenn es immer weiter nach unten geht, gibt es irgendwann wieder diesen kleinen Rebound, der ist dann heute Nacht auch eingetroffen und dann kam um 9 Uhr die Division Rivals Rewards und BAM! Richtig fetter Drop nochmal und jetzt erholen sich die Spieler wieder langsam. Schauen wir uns mal einen Ousmane Dembélé an, der eine der besten Rechtsflügelkarten im Spiel ist. Der ist von über 90.000 Münzen jetzt mittlerweile auf 70.000 Münzen gelandet. Der war gestern noch auf 80.000 Münzen, ist dann wie gesagt gefallen. Heute dann gegen 9 Uhr war er auf 63.000 Münzen.
Hält sich jetzt bei 70.000 Münzen, aber ihr seht, der Graph geht aktuell weiter nach oben. Ein Haaland, der mittlerweile jetzt auch wieder in den Goldpacks drin ist, ist bei unter 300.000 Münzen. Der war zwischenzeitlich auf 400.000 Münzen. Wo war der gestern? Der war gestern, ja, ihr seht es noch, auf 380.000 Münzen. Und ist jetzt heute um 9 Uhr bei 260.000 Münzen gewesen. Reboundet jetzt wieder auf seine 300.000. Und jetzt stellt sich halt die Frage, was passiert heute, was passiert morgen, was passiert am Wochenende? Sollten wir unsere Spieler verkaufen? Sollten wir einkaufen? Und das ist eine Frage, die wir jetzt mal gemeinsam durchgehen werden. Bevor wir uns das aber anschauen, Freunde, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, falls ich euch helfen konnte. Der Markt ist aktuell komplett gestört, deswegen bringe ich auch mehrere Videos momentan. Morgen gibt es auch das nächste Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal. Und jetzt machen wir weiter mit dem Video. Was bekommen wir heute an Content? Wir werden heute um 19 Uhr einen neuen Loading Screen bekommen. Vor einer neuen Promo ist es in FIFA immer so, es kommt erstmal gegen Dienstag ein Loading Screen, wo nur die Promo gezeigt wird, so wie ihr es hier gerade im Hintergrund seht. Rule Breakers, dann das Kartendesign, nichts anderes. Dann einen Tag vor der Promo am Donnerstag um 19 Uhr kommen immer drei Spieler auf den Loading Screen, immer mit so ein, zwei Werten, ein, zwei Positionen, und anhand dessen weiß man schon, was so die ersten Spieler im Team sein werden. Und dieser Loading Screen bringt auch nochmal dicke Panik auf den Markt. Dazu kommt, dass donnerstags immer die Topper-Team kommen. Wir haben Dienstag die UCL-Topper-Team bekommen, die auch schon für einen guten Crash gesorgt haben, weil es halt neue Tradable Packs sind. Und heute werden dann auch die normalen Topper-Team kommen. By the way, ich habe ein Topper-Team-League für euch. Das habe ich auch in meiner Insta-Story gepostet. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal vorbeizuschauen. In der Story bekommt ihr die Infos natürlich immer sofort mit. Und es sollten heute kommen Real Madrid gegen Barcelona. Das war eigentlich obvious. Frankfurt gegen Leverkusen. Liverpool Man City. Liverpool City war eigentlich auch obvious. Und Torino gegen Juve. Das wird natürlich auch nochmal dafür sorgen, dass wir um 19 Uhr einen kleinen Crash haben werden. So wird es also um 19 Uhr aussehen. Es wird kurz nach unten gehen, danach wieder nach oben. Und ich bin euch ehrlich, ich weiß nicht, ob die Karten nochmal auf die Preise zurückkommen, auf denen sie waren. Wir hatten am Dienstag noch ein Furlan Mondi bei 115.000 Münzen. Um 19 Uhr kam dann die UCL Top-Partien. Er ist um 10.000 gesunken und hat sich dann auf den Preis gehalten. Gestern war der dann auch auf 105.000 Münzen und ist dann Richtung 19 Uhr wieder gefallen, kurz gereboundet. Aber ist nicht zu seinem alten Preis zurückgekehrt, sondern hat sich hier auf 95.000 Münzen gehalten. Davor war er halt auf 105.000 Münzen. Und genauso sah es auch am Dienstag aus. Von 115.000 auf 105.000. Dann gestern 105.000 auf 95.000. Und gerade sind wir bei, ja, immer noch bei demselben Preis, 95.000. Kann sein, dass er heute vielleicht auf 85.000 runtergeht. Danach wieder auf 90.000 hoch. Aber ihr merkt, es geht immer weiter nach unten. Ich wollte ja eigentlich schon mein ganzes Team am Dienstag verkaufen. Ich war dann aber zu gierig und wollte noch mit dem Team Rivals spielen. Um jetzt aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob wir das Team verkaufen sollten oder nicht, schauen wir uns mal den Preisverlauf von Mondi in den letzten Tagen an. Ihr seht, es geht immer zur Weekend League hoch und runter. Wir waren vor einer Woche auch auf 115.000 Münzen, sind dann Richtung Freitag 19 Uhr auf 100.000 Münzen gedroppt. Jetzt waren wir wieder auf 115.000 Münzen, sind dabei jetzt schon auf 100.000 Münzen und wir haben noch keinen Freitag. Ich denke also, ein Mondi wird nicht wieder auf seine 115.000 Münzen zurückkommen. Der wird vermutlich heute um 19 Uhr sinken, der wird morgen um 19 Uhr sinken, danach wieder hochgehen. Wie krass er sinken wird und wie krass er hochgehen wird, weiß ich nicht, ist wirklich sehr schwer einzuschätzen. Ich persönlich werde aber heute auf sicher mein Team verkaufen. Das Ganze mache ich so gegen Mittag 15, 16 Uhr, bevor die Panik Richtung 19 Uhr anfängt. Und dann versuche ich morgen um 19 Uhr nochmal einzukaufen. Vor allem, wenn ihr so kleinere Karten im Team habt, wie ein Rafael Leao, die werden nur noch nach unten gehen. Solche Karten solltet ihr unbedingt loswerden. Rafael Leao wird Freitag nach 19 Uhr, ich denke mal, nur noch auf 3.500 Münzen sein. Falls ihr noch Road to the Knockout Karten habt, die heute spielen werden, da rede ich von den Conference League und von den Europa League Karten, werdet die auch so schnell es geht los. Ihr seht diese Drops, Ødegaard ist einfach auf 64.000 Münzen, Wan-Bissaka ist auf 80.000 Münzen, Lucas Paqueta ist auf 120.000 Münzen, der war noch vor ein paar Tagen auf, ich glaube, 200.000. Und dann stellt sich die Frage, in was können wir investieren? Ich persönlich habe mir ein paar Mal Schick mitgenommen, weil der halt auch auf SBC-Futterpreis ist. Ihr seht, die billigsten 87er sind bei 16.000 Münzen. Schick ist da genau dabei. Auf das Thema SBC-Futter kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Was habe ich sonst so auf der Liste? Ich habe einen Gerard Moreno, der ist auch bei 20.000. Den versuche ich heute noch wegzubekommen. Ich habe noch einen Ødegaard, den muss ich auf jeden Fall loswerden. Terrier habe ich auf der EV-Liste, ist kein Problem, habe ich für 12.000, 13.000 Münzen mitgenommen. Ich habe mir noch einige Out-of-Pack-Informs mitgenommen, wie zum Beispiel ein Solo für 11.000 Münzen, macht man da auch nichts falsch, auf der EV-Liste mit dem, von dem habe ich auch schon 2-3 Stück verkauft. Dasselbe mit Werner, Wan-Bissaka muss ich heute auch noch loswerden. Klaus habe ich noch ein paar Mal auf der Liste, das sind alles EV-Verkäufe, von Ikone habe ich EV drauf, Simon EV drauf. Ansonsten habe ich hier noch ein bisschen Rating, ich habe hier noch einen Theo, den habe ich versucht EV wegzubekommen. Die Tadic-Investments sind leider nicht aufgegangen, dafür habe ich die Fernandos mit ein bisschen gewählt.
Gewinn verkauft. So sieht aktuell meine Liste aus und was ich vermutlich machen werde, ist in SBC-Futter reinzugehen. Und dafür schauen wir uns mal den Content im letzten Jahr zum Rulebreaker-Event an. Wir haben direkt am Freitag eine Player-Pick-SBC bekommen. Das heißt, wir haben zwei Nkunkus zur Auswahl bekommen und konnten uns für einen entscheiden. Dann haben wir noch ein Foot-Hero-Upgrade-Pick bekommen. Daraus hat man halt einen garantierten Hero gezogen. Ansonsten hatten wir noch ein paar weitere Spieler, Verratti, Parejo, waren jetzt nicht so besonders groß sind. Wir hatten einen Riyad Mahrez Flashback und da seht ihr auch schon die allererste Icon-SBC. Und Freunde, das Hero-Pack und das Icon-Pack wurden schon im Quellcode gefunden. Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass das Hero-Pack schon nächste Woche kommen wird. Dafür ist es ehrlich gesagt noch ein bisschen zu früh. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht zum zweiten Rulebreaker-Team kommen wird. Aber es sollten wieder so coole SBCs wie ein Nkunku kommen. Und diese Nkunku-SBC hat dafür gesorgt, dass beispielsweise 87er ordentlich angezogen sind. Wir haben die SBC am 29. Oktober bekommen. Das war ein Freitag. Hier seht ihr. Donnerstag, 28. Oktober. Freitag, 29. Oktober. Und ihr seht diesen Preissprung, ne? Von 10.000 Münzen auf erstmal 13.000 Münzen. Dann am nächsten Tag 14.000 Münzen. Und sollten wir wieder am Freitag eine coole SBC bekommen, könnten wir genau dasselbe bei den High-Rated-Karten beobachten. Und da SBC-Futter jetzt wirklich gut gesunken ist, wir hatten die 87er bei 19.000 Münzen. Die sind jetzt bei 16.000 Münzen. Die 86er sind auch um 3.000, 4.000 Münzen gedroppt. Die 84er sind bei 1.7. Aus diesen Gründen werde ich mir auf jeden Fall noch SBC-Futter einpacken. Und das empfehle ich euch auch allerdings eher im High-Rated-Bereich. 87, 88, das sind so meine Favoriten. Denn die werden natürlich nicht so häufig gezogen wie zum Beispiel 84er. Aus diesem Grund werde ich mich auf jeden Fall jetzt mit SBC-Futter eindecken. Ich halte mich jetzt erstmal von den ganzen Road-to-the-Knockout-Karten, von den ganzen Meta-Karten, halte ich mich komplett fern. Ich versuche jetzt die ganzen Verluste von diesen Road-to-the-Knockout-Karten wieder gut zu machen mit den SBC-Futter-Investments. Nehmt euch da vor allem auch Karten mit, die man gut spielen kann. Beispielsweise ein Modric kann man gut spielen. Ein Ter Stegen ist sehr gut spielbar. Ein Bernardo Silva ist sehr, sehr gut spielbar. Arnold wird auch von dem einen oder anderen gespielt. De Gea ist in vielen Teams. Lloris ist in vielen Teams. Packt euch vor allem diese Spiele ein, denn die gehen UV jetzt schon gut weg. Und ja, meine Freunde, das ist auf jeden Fall jetzt der Plan für die nächsten Tage. Ich hoffe, wir bekommen gute SBCs zum Rulebreaker-Event. Wenn ja, sollte High-Rated SBC-Futter auf jeden Fall steigen. Und ja, meine Freunde, falls ihr noch Fragen habt, in die Kommentare damit. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao, ciao.